auch an Klaus Wannemacher, dass er einen kleinen Teil seiner Zeit zur Verfügung gestellt hat, den ich jetzt aber umso herzlicher begrüße. Lieber Klaus, bitte komm zu mir auf die Bühne. Dr. Klaus Wannemacher ist Experte im Bereich digitale Transformation, arbeitet am HIS, Institut für Hochschulentwicklung im schönen Hannover und hat erst vor wenigen Tagen eine sehr interessante Studie zum Thema offene Bildungsinfrastruktur veröffentlicht. In dieser Studie geht es unter anderem um die Vernetzung bestehender digitaler Lehrportale wie Orca 1IS und Tools sowie derer sowie zentraler Herausforderungen. Wir freuen uns nun sehr auf den Vortrag und als einer der ersten überhaupt an den Ergebnissen der Studie teilhaben zu können. Lieber Klaus, die Bühne gehört dir. Ganz herzlichen Dank, Markus, und auch von meiner Seite nochmal willkommen. Und ich freue mich, ein klein bisschen berichten zu können, noch ganz brandaktuell von den Ergebnissen der Untersuchung, die wir in den vergangenen Monaten durchgeführt haben. Offene Bildungsinfrastrukturen, ein Thema und ein Schlagwort, wenn man so will, von dem man vor 10 Monaten lesen konnte in der OER-Strategie des Bundesbildungsministeriums. Wir haben uns gefragt, was verbirgt sich eigentlich genauer dahinter und wie ist der Stand der Entwicklungen im Feld von offenen Bildungsinfrastrukturen? Ist auch die Rede, oder wir haben es alternativ auch OER-förderliche IT-Infrastrukturen genannt, so hieß es in der OER-Strategie des Bundes letztlich. Ohne diese Infrastrukturen kann es keine offene Bildung geben und ist auch eine Stärkung des OER-Einsatzes an den Hochschulen sicherlich nicht denkbar. Deshalb wollten wir wissen, wie stellt sich die gesamte Landschaft in diesem Feld eigentlich heute dar und welche Anforderungen und Herausforderungen gibt es dort, vor denen wir heute stehen, für die kommenden Jahre in diesem Feld. Diese Fragen haben wir uns näher angeschaut im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Kooperationsnetzwerk OER-förderliche Infrastrukturen und Dienste KNÖR, zwischen Orca NRW, dem virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, auch der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und eben das Institut für Hochschulentwicklung. Ja, ein paar Punkte dazu im Einzelnen. Wir haben auch versucht, das ein bisschen einzugrenzen, worum es sich im Einzelnen handelt und sind sozusagen zu dem Begriff gelangt, dass wir gesagt haben, offene Bildungsinfrastrukturen, das umfasst im Grunde die Gesamtheit der in einem Gebiet vorhandenen Bildungseinrichtungen samt deren infrastruktureller Ausstattung, zu denen freier Zugang im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe gewährt wird. Offene Bildungsinfrastrukturen können eine ganze Reihe von wichtigen Funktionen ausüben. Sie unterstützen den freien Zugang zu Bildung, zu Hochschulbildung in diesem Fall. Sie erweitern hochschuldidaktische Spielräume, können Lehrexpertise sichtbar machen und zur Qualitätsförderung von Studium und Lehre auch letztlich einen Beitrag leisten. Und am Rande können sie auch den digitalen Kompetenzaufbau unterstützen, eben bei den Lehrenden, bei Studierenden beispielsweise. Es ist so, dass wir auch den Eindruck hatten, dass die Diskussion um die offenen Bildungsinfrastrukturen noch nicht so sehr stark Fuß gefasst hat in den letzten Jahren. In eher technischen Communities wird darüber natürlich intensiver gesprochen, aber in der Breite habe ich den Eindruck gehabt, dass diese Fragen, die sich dort stellen, noch nicht überall sozusagen so sehr präsent sind. Wir hatten auch das versucht, einmal näher uns anzuschauen in Überblicksstudien der vergangenen Jahre zur Entwicklung der Digitalisierung an den Hochschulen. Da haben wir 7 Studien gefunden aus den vergangenen 5, 6 Jahren und was dort mit Blick auf diese OER-förderlichen Infrastrukturen diskutiert wird, wären dann eher Fragen wie, hat man dort beispielsweise einen bestimmten Vernetzungsgrad innerhalb der Hochschulen mit Blick auf solche Infrastrukturen schon erreichen können? Oder gibt es eine Art Infrastrukturstrategie im Rahmen einer allgemeinen Digitalisierungsstrategie an den Hochschulen? Im Nachgang zur Corona-Pandemie hat man vielfach auch gesagt, der Hochschulsektor ist da relativ gut hindurchgekommen, eben gerade weil die technischen Infrastrukturen gut aufgestellt gewesen sind. So hieß es auch kürzlich beispielsweise im Monitor Digitalisierung 360 Grad vom MMB-Institut noch einmal. Oder es wird auch darauf Bezug genommen, dass es gut wäre, auf einer infrastrukturellen Ebene für OER stärker zu nationalen Verbundstrukturen auch letztlich zu gelangen.
Nur relativ selten ist in diesen Studien, die im HFD-Kontext entstanden sind oder vom MMB-Institut stammen, von Beratungshäusern auch aus dem, außerhalb Deutschlands zum Teil, vom PricewaterhouseCoopers oder auch vom HISAE. Und was es dann mal hieß, so zum Beispiel 2017 im Monitor Digitale Bildung vom MMB-Institut, dass mit Blick auf Infrastrukturen für offene Bildung, dass Lehrende an den Hochschulen relativ häufig bereit sind, im One-to-One-Kontext dann entsprechende Materialien weiterzugeben, indem sie sich auf einem USB-Stick ihren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, ihre Lehrmaterialien. Und dass deutlich seltener auch eine One-to-Many-Verteilung von Lehrmaterialien stattfindet, in dem Sinne, dass man es beispielsweise über ein Lernmanagementsystem dann Fachkolleginnen und Kollegen auch bereitstellt. Da wurde sozusagen wurden die LMS einmal so als zentrale Infrastruktur im Bereich offener Bildungsinfrastrukturen auch dargestellt. Wir haben bei HISAE selbst im vergangenen Jahr die Studie Zukunftskonzepte in Sicht vorgelegt und da hatten wir ganz gezielt die Hochschulleitungen bundesweit befragt, wie häufig OER-Portale im engeren genutzt worden sind in den vergangenen Jahren. Und da hatten 44% der Hochschulleitungen geantwortet, dass sie schon vor der Pandemie OER-Portale wie Orca, wie Yahoo, wie Twillo und OER Späti beispielsweise genutzt haben, dass sie das auch für die Zukunft weiter beabsichtigen und dass Hochschulleitungen auch damit rechnen, dass die Anforderungen an die entsprechenden Infrastrukturen in den kommenden Jahren deutlich weiter zunehmen werden. Also das Thema sickert so nach und nach sozusagen weiter durch, ist aber offensichtlich zurzeit noch nicht in der Breite im Bewusstsein, wie das aus unserer Sicht auch für die Zukunft anzustreben wäre. Ich habe hier einmal versucht, diese Thematik auch ein klein bisschen in diesem größeren Diskurs um Open Science und Open Scholarship zu verorten. Hier wäre das sozusagen die Komponente der Open Education, aller Bestrebungen, Lehr- und Lernmaterialien offen zugänglich zu machen, insbesondere im Hochschulsektor. Und da gucken wir uns eben diese OER-förderlichen Infrastrukturen näher an, die wir hier im technischen Sinne stärker als Maschinen und Geräte und Systeme zur automatischen Informationsverarbeitung verstanden haben, die die OER-Nutzung begünstigen. Was haben wir im Einzelnen gemacht im Rahmen unserer Untersuchung? Wir haben uns dort eben dann im Sinne der bundesweiten exemplarischen Bestandsaufnahme diese IT-Infrastrukturen an den Hochschulen angeschaut, die einen Bezug zur Lehre haben, darunter vorrangig die Infrastrukturen zur Nutzung und Verbreitung frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien. Wir haben dabei auch berücksichtigt die an Landeseinrichtungen für OER oder an Hochschulen eingesetzten Unterstützungsdienste zur Förderung digitaler Lehre, weitere lehrbezogene Infrastrukturen und Tools, Mediendatenbanken wären da zu nennen, Kollaborationstools, Lernwikis und ähnliches und auch weitere frei zugängliche Angebote zur Gestaltung innovativer Lernangebote haben wir versucht mit in den Blick zu nehmen im Rahmen dieser Bestandsaufnahme. Ja, was ist im Einzelnen letztlich diesem weiten Feld zuzuordnen an offenen Bildungsinfrastrukturen? Wir haben auch hier einmal versucht, das im Rahmen so einer Überblicksgrafik so ein ganz klein bisschen klarer oder näher zu umreißen. Das sind zum einen die OER-Vernetzungseinrichtungen aus unserer Sicht, denen beispielsweise die Informationsstelle OER, OER-Info, die jetzt für weitere Jahre auch vom BMBF gefördert wird, diesem Feld sozusagen zuzuordnen. KNÖR selbstverständlich als zentraler Player in diesem Feld jetzt auch im vergangenen mindestens Jahr dann letztlich oder auch die nationale Bildungsplattform im Entstehen vom BMBF gefördert. Neben diesen wenigen zentralen Vernetzungseinrichtungen spielen die Landesplattformen, aber auch bundesweite Vernetzungsansätze noch eine wichtige Rolle. Auf der Ebene beispielsweise des ERSI, des Open Education Resources Suchindex, wo versucht wird, dann eine zentrale Plattform zur Suche nach freien Bildungsmaterialien zu schaffen. Die Landesportale, ich hatte sie kurz genannt, WHO, OpenEduRLP, OERVAB, ORCA, Twillo, ZÖR und auch Referatorien wie OER Späti letztlich dann. Daneben gibt es eine ganze Reihe weiterer Informations- und Weiterbildungsportale, die mehr oder weniger diesem Feld ebenfalls sich zurechnen lassen. In den vergangenen Jahren haben beispielsweise MOOC-Portale da auch eine wichtige Rolle zum Teil gespielt.
In der dritten Säule wären dann noch die OER-Angebote, Server, insbesondere einzelner Hochschulen und Bildungseinrichtungen auch mit zu betrachten. Das können ebenfalls Repositorien an einzelnen Hochschulen dann noch einmal sein. Die Lernmanagement-Instanzen an den Hochschulen, AV-Server wie der Technischen Informationsbibliothek beispielsweise und eine Reihe weiterer solcher Angebote. Ich glaube, diese Übersicht veranschaulicht schon so ein bisschen, dass das Feld extrem heterogen ist, sehr, sehr vielfältig und dass sich da auch gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel noch neu entwickelt hat. Wie sind wir vorgegangen? Ich würde das nur ganz, ganz knapp umreißen, damit wir noch genug Zeit haben, um ein klein bisschen über die Anforderungen und Herausforderungen in diesem Feld zu sprechen. Wir sind in drei Schritten vorgegangen, haben eine Desk Research durchgeführt und dort sowohl internationale Literatur zu dem Thema uns angeschaut, als auch die deutschsprachige Literatur intensiver ausgewertet, haben dann im vergangenen Oktober einen größeren ExpertInnen-Workshop durchgeführt beim OER-Camp 2022 in Hamburg mit 30 Teilnehmenden und hatten da sehr, sehr lebhafte Diskussionen über die Herausforderungen in diesem Feld zurzeit. Und haben in einem dritten Schritt dann mit ausgewählten Experten, Expertinnen in diesem Feld nochmal vertiefende Leitfaden-Interviews geführt, um sozusagen da noch ein besseres Verständnis des erreichten Standes und auch der Herausforderung letztlich dann zu erhalten im Sinne einer multiperspektivischen Synthese von Ergebnissen, die wir da angestrebt hatten. Insgesamt ging es uns eben um die Ermittlung von Anforderungen an offene Bildungsinfrastrukturen aus einer technischen Perspektive, einer hochschuldidaktischen, aber auch einer bildungsorganisatorischen Perspektive und letztlich um die Definition von Anforderungen an das, was wir künftig in diesem Bereich letztlich uns vornehmen sollten und zu erreichen wäre, um da weiter voranzukommen in diesem Feld. Ja, damit würde ich auch gerne schon übergehen gleich zu den Anforderungen und den Herausforderungen. Ich hatte hier noch einmal versucht, sozusagen ein klein bisschen näher zu umreißen, wie wir im Einzelnen dann methodisch auch vorgegangen sind. Das würde ich an dieser Stelle jetzt aber gerne ausklammern und direkt einen Schritt weitergehen. Und würde gerne beginnen mit den Anforderungen und dort speziell zunächst einmal auf den technischen Bereich mit Ihnen einen Blick werfen, denn da ist tatsächlich die Diskussion auch im Augenblick eine sehr, sehr rege, die dort geführt wird. Wir haben dort gesehen, dass ein Bedarf besteht, tatsächlich auch die bestehende Systemlandschaft weiter zu optimieren. Und wir sehen, dass im Bereich der insbesondere Interoperabilität ganz erhebliche Herausforderungen zurzeit bestehen. Wir haben diese sehr vielfältige Landschaft zum Glück im Bereich von Portalen für OER letztlich, aber die einzelnen Systeme sozusagen sind im Augenblick in dem Prozess dazu, einer stärkeren Vernetzung auch zu kommen, sodass OER dann nicht siloartig in einzelnen Systemen auch letztlich nicht sozusagen verborgen sind, sondern dass man sie dann auch möglichst breit innerhalb einer Fachcommunity auffinden kann, dass auch die Suche nach entsprechenden OER relativ unkompliziert möglich ist. Dazu spielen Ansätze in der Content Syndication eine wichtige Rolle zur Vernetzung der unterschiedlichen Portale und Lernmanagementsysteme miteinander beispielsweise, um eine föderierte portalübergreifende Suche nach Fachcontents dann letztlich für die Lehre auch zu ermöglichen. Daneben haben wir festgestellt, je komplizierter Prozesse zum Hochladen, aber auch zum Suchen von OER sind, umso weniger Lehrende sind dann bereit, auch das tatsächlich in ihrer Lehrpraxis mit einzusetzen. Deshalb sind auch Überlegungen vielleicht hilfreich, mit Blick auf OER-Repositorien so eine Art Single-Digital-Gateway-Strukturen dort zu schaffen. Wenn man sich an einem System anmeldet und sieht, man hat dann Material, auf das verlinkt wird, das aber auf einer anderen Plattform hinterlegt ist oder im Lernmanagementsystem, dass man dann automatisch auf diese andere Plattform übergeleitet wird und dort auch weiter angemeldet ist. Man sollte versuchen, es dort so unkompliziert wie möglich zu machen, den potenziellen NutzerInnen, um niemanden sozusagen dann auch letztlich abzustrecken. Ein weiterer Diskussionsstrang, der sehr breit geführt wurde, betrifft Standards und Metadaten. Wir haben festgestellt, es gibt diesen einen zentralen Metadatenstandard für OER-basierte Lehre bislang noch nicht. Er wäre aber außerordentlich hilfreich, wenn man dorthin kommen könnte in den nächsten Jahren, würde das sozusagen die Kommunikation zwischen den einzelnen Infrastrukturen stark erleichtern können.
Außerdem bräuchte es Metadateneditoren, durch die beispielsweise eine automatisierte Übertragung von Lehrmaterialien von einem Portal aufs andere deutlich erleichtert werden würde beispielsweise. Wie verhält sich es mit Anforderungen im Bereich der Hochschuldidaktik? Ich greife einzelne Punkte kurz heraus. Wir haben bislang noch nicht immer den Stand erreicht, dass Lernmaterialien auch mit Hinweisen zum jeweiligen angestrebten didaktischen Kontext auch hinterlegt sind, mit Informationen dazu, für welche konkreten didaktischen Nutzungskontexte OER ausgestaltet sind. Dort sollten die Portale, die Plattformen sozusagen, das noch häufiger auch den Lehrenden nahelegen, entsprechende Informationen dann unmittelbar bereitzustellen. Es wäre denkbar, stärker mit didaktischen Templates auch zu arbeiten, um Lehrende dabei zu unterstützen, von vornherein sozusagen für bestimmte konkrete Nutzungskontexte Material dann auch aufzubereiten und dort eine stärkere Transparenz sozusagen zum didaktischen Kontext auch herzustellen. Wir haben daneben gesehen, dass es hilfreich sein könnte, OER frühzeitig in Lehrplanungsprozesse auch mit einzubeziehen, OER beispielsweise schon bei der Curriculumentwicklung letztlich zu berücksichtigen und mit Angaben dazu dann zu machen, beispielsweise in welchen konkreten Lehrveranstaltungen dann OER auch zur Verfügung stehen, genutzt werden, dass man sowas über das Campus-Management-System, über eine Suchfunktion dort beispielsweise sich anzeigen lassen könnte, in welchen Seminaren OER auch intensiv zum Einsatz kommen. Ein drittes Feld dann noch die Organisation OER-bezogener Bildungsprozesse. Hier spielen Diskussionen eine gewisse Rolle, in welcher Weise eben auf einer technologischen Ebene eine stärkere Vernetzung dadurch auch erreicht werden kann in der Zukunft, dass die Vielfalt der Stakeholder, der zu involvierenden Player auch dort intensiv in Austausch miteinander trifft, die Lehrenden, die Studierenden, OER-Plattformen, aber auch Open-Source-LMS-Communities beispielsweise, je stärker man sich zwischen all diesen Playern dann verständigt auf gemeinsame auf Bedarfslagen, auf Anforderungen an die Infrastrukturen, aber auch auf gemeinsame Zugangsvokabulare und Vokabulare beispielsweise, umso leichter wird in kommenden Jahren auch ein entsprechender Austausch zwischen den unterschiedlichen Plattformen sicherlich gelingen können. Daneben haben wir vor allem auch gesehen, dass es wichtig ist, auch einen näheren Blick zu werfen auf die heute schon bestehenden Unterstützungsdienste auf technischer, organisatorischer oder didaktischer Ebene. Die OER-Portale bieten viel an und Gleiches haben wir auch festgestellt im Bereich der zentralen Einrichtungen natürlich an den Hochschulen selbst. Ja, die Handlungsempfehlung kann ich jetzt nur noch oder würde ich jetzt nur noch sehr, sehr knapp auch letztlich anreißen. Mit Blick auf die Bundesebene denken wir, es lohnt sich hier auch bildungsbereichsspezifische Strategien und Programme, Richtlinien für den Auf- und Ausbau offener Bildungsinfrastrukturen aufzusetzen. Es ist sinnvoll, Fördermaßnahmen sowohl temporärer Art als auch dauerhafter Art aufzusetzen. Es gab da Empfehlungen, beispielsweise so eine Art allgemeine Normierungsinstanz für offene Wissensinhalte auch zu schaffen, so eine Art Wissensontologie dann letztlich für OER zu schaffen oder einen IT-Infrastrukturfonds, um zu einer stärkeren Vernetzung von Funktionalitäten bei bestehenden Plattformen und Lernmanagementsystemen zu gelangen. Oder auch über Metriken für die Hochschulen nachzudenken, um Kennzahlen für OER-basierte Lehre zu schaffen, um auf dieser Ebene innerhalb der Hochschulen Anreiz für OER-basierte Lehre zu schaffen. Was die Ebene der Vernetzungseinrichtung der OER-Portale betrifft, ist hier sicherlich das weitere Hinwirken oder Zuarbeiten auf eine stärkere Vernetzung von IT-Infrastrukturen letztlich zentral. Es sind Fragen auch wichtig, wie man eine stärkere Durchlässigkeit der Systeme erreichen kann, indem beispielsweise der Austausch, über den ich eben gesprochen hatte, zu Infrastrukturen, also der Austausch zu Zugangsvokabularen, zu Metadaten dann auch verstärkt in öffentlichen Gremien geführt wird, um hier wirklich alle betroffenen Stakeholder dann letztlich in diese Diskussion auch mit einzubeziehen. Ein letzter kurzer Blick noch auf die Ebene der Hochschulen. Da ist unser Eindruck, dass beispielsweise das Etablieren OER-freundlicher Infrastruktur eine ganze Reihe von Facetten haben kann, dass beispielsweise zentrale Einrichtungen befähigt werden zur Begleitung von
Lehrenden und Studierenden bei OER-basierter Lehre, dass man die Aufgabenportfolios zentraler Einrichtungen nochmal sich neu anschauen könnte. Nicht alle sind sozusagen spezialisiert auf OER-basierte Lehre. Hier könnte sicherlich noch einiges auch zukünftig erreicht werden. Und dass man versuchen sollte, möglicherweise so eine Art Grundversorgung von OER für die einzelnen Fächer auch aufzubauen, unter Umständen im Rahmen einer hochschulübergreifenden Kooperation. Das wurde zumindest uns auch letztlich von Experten, Expertinnen vorgeschlagen. Letzter Punkt, bei der IT-Infrastruktur sollte darüber nachgedacht werden, ob man nicht so eine Art nahtlose Integration in Lehrprozesse erreichen kann, dass Lehrende, die OER-basierte Lehre machen wollen, so eine Art OER-Arbeitsplatz oder OER-Cockpit in ihrem Campus-Management oder Lernmanagementsystem vorfinden, die eine möglichst unkomplizierte Einbindung sozusagen der Arbeit mit OER, des Entwickelns, des Produzierens von OER, des Hochladens oder des Suchens nach OER aus ihrem Fach dann letztlich auch erreichen können, um Hürden der Nutzung von OER auch möglichst gering zu halten. Damit komme ich zum Ende. Bei Interesse können Sie eine ganze Reihe von weiteren interessanten Anregungen auch in unserer schon erwähnten Veröffentlichung nachlesen auf dem TEB-Server, wie auch bei HISAE, letztlich offene Bildungsinfrastrukturen, Anforderungen an eine OER-förderliche IT-Infrastruktur. Damit ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Klaus, für diesen sehr spannenden Vortrag, der geradezu paradigmatisch zu dem Motto passt, weil was steht hier? University Future Festival. Was ist das Keyword? Future. Ne, darum ging es. Ne? Also fand ich wir gespannt, da den Blick nach vorne zu werfen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für Fragen. Doch, ich sehe gerade doch ein positives Signal. Sehr schön. Also vielen Dank nochmal auch, dass du dir die Zeit abgenommen hast lassen von der Bürgermeisterin. Aber wir haben noch Zeit für Fragen. Ich sehe auch schon die erste Hand von Matthias Kostwerra. Elisabeth bringt dir das Mikrofon. Und ich bitte um deine Frage, Matthias. Dankeschön. Wir hatten im vergangenen Herbst die Studie von der Wikimedia zur nationalen Bildungsplattform, wo ja sehr klar festgestellt wurde, dass technische Infrastrukturen eben nicht pädagogisch neutral sein können, sondern immer irgendeinen Fokus setzen. Und bei OER ist bisher mein Eindruck, dass wir vor allem auf Informationsvermittlung aus sind, also sehr stark auf der Lehre, weniger auf dem Lernen. Und mich würde interessieren, ob Sie in Ihrer Studie diesen Aspekt von, wie können wir pädagogische Vielfalt in solchen Plattformen abbilden, mit einbezogen haben. Ja, danke sehr. Wir haben versucht, das tatsächlich zu machen. Ich hatte es vorhin einmal versucht, knapp anzudeuten, diese Frage, inwiefern beispielsweise OER-Portale durch didaktische Templates versuchen können, ganz, ganz unterschiedliche didaktische Ansätze auch mit zu unterstützen. Das finde ich ein relativ spannendes Feld. Ich bin so ein bisschen auch in dem Twillo-Portal in Niedersachsen mit involviert. Da haben wir versucht, das tatsächlich für ganz unterschiedliche Lehrkontexte, Lernkontexte damit auch mit in den Blick zu nehmen und zunächst erstmal Lehrende für diese Vielfalt dann dort ein Angebot eben bereitzustellen, das letztlich dann sich in die Lernprozesse auch übersetzen soll. Wir haben aber sozusagen nicht ganz intensiv jetzt dort auch Studierende eben dazu befragt. Aber das wäre aus unserer Sicht tatsächlich eine Aufgabe auf der Ebene der Infrastrukturen, also so eine Unterstützung dort letztlich dann auch zu gewährleisten, im didaktischen Kontext. Dankeschön. Und ich habe ein Zeichen bekommen. Es gibt auch eine Frage aus dem Stream. Wir sind ja hier blended, hybrid unterwegs. Deswegen bitte, Daniel, die Frage aus dem Stream. Ja, lieber Klaus, du hast gerade auch was zur curricularen Einbindung gesagt und Anja Lorenz, liebe Grüße an Anja, hat gefragt, beziehungsweise du hast gesagt, dass man beschreiben bzw. festlegen solle, in welchen Angeboten OER eingesetzt werden. Und Anja stellt die Frage, was spricht eigentlich dagegen, womöglich dies überall zu tun? Ja, eine gute Frage. Ich fand den Gedanken, der an uns eben herangetragen wurde, auch sehr ansprechend und könnte mir auch vorstellen, dass ich das anbieten würde, dass man für die Zukunft das möglichst offen sichtbar macht, wo OER in welcher Weise auch zum Einsatz gelangen. Ich glaube, die technische Hürde wäre sicherlich dort zu nehmen, dass man sowas entsprechend als Parameter auch in Campus-Management-Systemen, im digitalen Lehrveranstaltungsverzeichnis dann auch sichtbar machen könnte. Aus meiner Sicht würde tatsächlich sehr, sehr wenig dagegen sprechen, in eine solche Richtung dann voranzugehen. Und ja, wir würden das sehr begrüßen, wenn man dort in den nächsten 5 Jahren auch hinkommen könnte.
Das wäre im Rahmen einer OER-Strategie, einer OER-Policy, die sich eine Hochschule letztlich vornimmt, so ein Baustein vielleicht auf einer technischen Ebene, die man sich dann da letztlich vornehmen könnte, dass Lehrende von Anfang an dazu auch befragt werden, in welcher Weise OER in ihren Seminaren dann zum Einsatz gelangen. Also wie nur eine letzte Bemerkung von mir, ist nicht nur ein technisches Problem, sondern ein politisches, ne, so wie ich es rausgehört habe. Warum macht man nicht Open by Default? Aber damit wollte ich Ihnen und euch Futter zum Nachdenken geben, weil wir sind schon durch. Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank für den Einblick in die spannende Studie. Wir machen jetzt eine kurze Pause und um 11 Uhr geht es mit der nächsten Session weiter. Also bedient euch gerne mit Kaffee und Kaltgetränken. Dankeschön. Danke.